Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 5, weil sich das häufig gewünscht worden ist. Unter dem letzten Bloons Tower Defense 5, dass ich das nochmal bringen soll. Und ja, ich gehe auf eure Wünsche ein. Wir spielen eine Spezialmission bzw. eine Tagesmission. Und wir gucken einfach mal. Wir haben hier den Magier, hier den Reisnagler. Ich glaube, den haue ich erstmal hier hin. Und spare dann auf den Affenlehrling. Und am Schluss baue ich dann hier das hin. Ja, das klingt perfekt. So, bitte zerstöre jeden Bloom. Du bist eine Maschine. Du bist eine Reisnagelwerfermaschine. So da. Oder soll ich den zuerst updaten? Ich gebe dem mal ein Update. Boah, ich glaube, das war sogar gut, dass ich dem ein Update gegeben habe. Ja, wie schon gesagt, als nächstes würde ich halt den Affenlehrling nehmen. Alter, ich weiß nicht, wie stark der halt ist. Bitte einmal Affenlehrling, den klatschen wir da hier hin. Und den muss ich dann updaten hier auf die rechte Seite, damit ihr die Tarnballons sehen kann. Weil sonst habe ich nichts gegen die Tarnballons, weil der, ja, der kann keine Tarnballons angreifen. So, ich weiß auch nicht, ob ich das vielleicht scheiße gesetzt habe, weil das jetzt mittendrin ist und ich sonst rundherum nichts mehr reinmachen kann. Das war vielleicht tatsächlich ein bisschen blöd, aber egal. So, Feuer und Waffenwahnsinn oder was das auch war. Perfekt. So, dann kann der jetzt schon mal die getarnten Balloons sehen und töten. Dann gehe ich skill trotzdem mal auf den Blitz, weil der Blitz ja ist einfach OP, OP. Oder skill ich zuerst in den? Ich glaube, ich mache zuerst den Magier mal. Und ich hoffe, dass ich währenddessen nicht drauf gehe. Nee, alles easy. Ja, too easy eigentlich schon. So, 1200 kostet das schon. Ja, ist natürlich teuer, aber wir müssen... Ja, wir brauchen halt das Geld. Wir brauchen das Geld. Wir haben, können leider keine Bananenplantage machen. Aber das Geld, ja, sollten wir in die nächste Runde oder übernächste Runde haben. Oder vielleicht sogar nach der Runde. Nee. Doch, nächste Runde. So, aber die gehen schon ham. Also, die machen schon viel Damage. Ah, der Reisnagler macht auch übelst viel Damage. So, jetzt haben wir diesen Blitz. Und passt auf, Leute. Boom. Boom. Hey, das ist... Also, das splattert dann jede erste Schicht von denen. Und ich glaube, jetzt werde ich hier noch das Update reinhauen. Perfekt. So. Was mache ich als nächstes? Vielleicht... Eine Nagelfabrik oder einen Mörserturm. Oder ich skill den... Ah, der zweite Upgrade ist geschlossen. Perfekt. Habe ich mir schon gedacht. So Leute, soll ich jetzt den Reisnagler nochmal updaten? Oder soll ich sparen? Ich glaube, nee, ich glaube... Komm mal, ich mache jetzt eine Nagelfabrik. Und die mache ich hier hin. Komm, let's go. Perfekt. Weil, falls da irgendwas durchgeht, so wie dir, dann kann der das zerstören. Perfekt. So. Aber wir brauchen halt viel Geld, weil wir müssen natürlich auch gegen einen Zeppelin nachher ankämpfen können. Und da brauchen wir schon... ich weiß nicht. Wir müssen den auf jeden Fall einen Feuermagier draus machen. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit den Türmen, würde ich sagen. Belastend. So, ui, 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 ui. Aber der Reisnagler hat uns hier den Arsch gerettet. Den werten wir jetzt auch erstmal auf. So. Ja, aber da geht ganz schön viel... Also, nee, doch nicht. Ich dachte, da geht jetzt viel durch. Jetzt geht viel durch. Aber der Reisnagler hat noch alles unter Kontrolle. So, dann updaten wir den hier noch, den Reisnagler. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Soll ich einen Mörser auch tun? Ich weiß nicht. Ich finde den so ein bisschen unnötig. Sage ich mal ganz lieb. So. Dann kriegst du noch dein Update, dass du da schneller produzierst. Und dann müssen wir dich aufwerten. Oder wir machen noch einen zweiten hin. Machen wir noch einen zweiten hin. Na komm. So.
Jetzt haben wir da das Upgrade gekauft und das hier. Brauchen wir noch das hier. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Feuermagier. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Feuermagier. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Feuermagier aktiviert! Oh, wir haben, da sind zwei durchgekommen. Aber wir haben den ersten Feuermagier. Das ist schon mal nice. Ich glaube, als nächstes werde ich gleich das hier updaten. So, komm mal ein bisschen noch. Nice. Oh, das sieht wunderschön aus. So. Okay, ja, das ist kein Problem. Vielleicht brauchen wir... Ja, ich glaube, ich spare jetzt hier noch auf das zweite Update. Und der zweite hat auch sein Feuer-Upgrade. Perfekt. Das ist echt gut, das ist echt gut, das ist echt gut. So, was wir noch machen könnten ist... Alles klar, ich darf nicht zu viele Waffenlehrlinge machen. So, okay, komm, wir machen jetzt einfach einen Mörser und der schießt... Hallo? Der schießt hier hin. Hallo? Ich kann nicht... Sie festlegen. Hier hin. So, größere Explosionen. Let's go. Oh, und da ist das erste Schiff. Kannst du... Oh. Alles klar. So, Leute, wir sind jetzt in der Runde, wo wir letztes Mal gestorben sind und wir sterben wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Zum zweiten Mal. Ich habe es anders probiert. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Es ist so schwierig. Weil es geht alles komplett easy. Und dann kommt dieser Zeppelin, Alter, und der speedet dadurch wie nix. Ist einfach abgehoben. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge. Deswegen schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Wenn es heißt, Tokustar zerstört die Blumen. Ciao.